Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Der Weltfrauentag wurde erstmals 1911 gefeiert. Im Jahr 1975 wählten die Vereinten Nationen den 8. März zum offiziellen Internationalen Tag für die Rechte der Frau. Seit 2019 ist der Weltfrauentag auch ein gesetzlicher Feiertag in Berlin. Exakt 100 Jahre nach Einführung des Wahlrechts für Frauen in Deutschland. Am 8. März feiern wir die Leistungen der Frauenrechtsbewegung. Wir setzen ein Zeichen gegen genderbasierte Kriminalität und für die Gleichberechtigung und aktive Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Wir haben es gehört, viel wurde erreicht. Aber wir haben noch ein Stück Wegstrecke vor uns. Die deutsche Botschaft Ankara will allen Frauen und Männern Mut machen, sich für gleiche Rechte und gegen Diskriminierung einzusetzen. Wir gratulieren herzlich zum Weltfrauentag. Wir machen weiter so.